habe tatsächlich von der Böse Onkels Mexiko gesungen. Nein. Ja, klar. Ja, war schon nicht ganz unpeinlich. Salut, ihr Lieben! Christian Günther, El Capitano, war zu Gast bei uns im Studio nach dem Leverkusen-Spiel und bevor Christian Streich seine Entscheidung verkündet hatte. Ganz wichtig, nur so am Rande. Und da dachte ich, packe ich die Gelegenheit beim Schopfe und leiste ihm Gesellschaft auf der Fahrt dahin, quatsch ein bisschen mit ihm, weil wir wissen alle noch, wie das war früher. Autofahrten sind mega langweilig. Und das ging selbst Fußballprofis so. Boah. Zäh, ey. Also meine Mutter, wir haben jede 3 Minuten gefragt, wann wir da sind. Ja, und wie hat man sich da so die Zeit vertrieben? Immer Kennzeichen. Ja, man hatte immer so ein kleines, wie nennt man es, da sind so mehrere Spiele drin gewesen. Also war Mensch, ärgere dich nicht drin, ja, diese Mühle. Diese, ne? Genau, ja. Die hatte man so einen kleinen für Reise, das hatten wir öfters mal hinter drin dabei. Die Zeit dann mit Gameboy, also den hatte ich dann tatsächlich auch mal noch ein bisschen dabei. Mit Pokémon und dem ganzen Zeug. Mit welchem Pokémon hast du begonnen? Die wichtigste Charakterfrage. ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Tendenziell würde ich sagen Pikachu, aber... Und dem konnte man auch nicht anfangen. Konnte man nicht anfangen? Nee, es war was, Bisasam, Glumanda und... Ach so, war mit denen 3, genau. Stimmt. Oh nee, dann wüsste ich es nicht. Ja, Pikachu. Der kann es selber auch nicht den Cheat bei der MS Anne. Aber egal, der hat wahrscheinlich einfach mehr drauf gespielt. Ist auch besser so. Und wir beide, wir hatten auch ein bisschen Bock, was zu zocken. Bist du so ein Gambler? Ja. Ja? Absolut. Okay, das kam schnell. Ich habe mir hier A bis Z Fragen. Die beginnen quasi immer mit dem Anfangsbuchstaben. Mhm. Du darfst durchzählen, ich sag Stopp. Und dann haben wir einen Buchstaben und dann haben wir eine Frage. Okay. A. Stopp. P. Hey, du bist ja ultra schnell mit dem Alphabet. Ja. Da denkst du dir die Buchstaben aus? Nein, tatsächlich. P, wie, ja. Das ist so peinlich. Das peinlichste Einsingen, das für euch jemals stattgefunden hat. Das peinlichste Einsingen? Ja. Es war für ein paar war es wirklich extrem peinlich, weil wir waren im Europapark. Okay. Im Saloon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da war, wir waren oben, hatte Mannschaftsabend und unten war alles voll. Also komplett voll. Ach, die Tische von waren anderen voll. Menschen auch, und die Jungs mussten unten auf Bühne stehen. Und da singen. Nein. Also das war wirklich... Wen hast du da getroffen? Ja, das war damals der Chico war das. Mhm. Mike Hanke. Sebi Kerk weiß ich noch. Ja, der hat so gerappt. Das war schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Das war tatsächlich ein bisschen peinlich. Mike Hanke hat damals Vater Abraham gesungen. Haben alle mitgemacht. Das war schon gut. Aber da muss ich sagen, boah, das war für die Jungs schon... Ja, das könnte ich sogar fast zu der peinlichste Sache mit dazu zählen, als ich selber singen musste. Was hast du gemacht? Ich habe tatsächlich von der Böse Onkels Mexiko gesungen. Nein. Ja, klar. Ja, war schon nicht ganz unpeinlich. Sehr interessant. Es gibt auch Videos, aber eben da, die kann ich glaube ich nicht an die Öffentlichkeit bringen. A. Dann sagen wir Stopp. J. J wie Joker natürlich. Joker Nils Petersen. Joker Nils Petersen. Was habt ihr? Habt ihr noch einen Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Er hat mal bei uns vorbeigeschaut, 1-2 Mal, aber jetzt noch nicht so arg viel, weil er halt eben. Man sieht ihn ja dann im Fernsehen eigentlich. Also. Da siehst du ihn öfter, oder? Ja, da sieht ihn öfter. Braucht er jetzt einen neuen Joker oder geht das auch so? gut, der Gregor hat sich ja schon mal so ein bisschen angeschlichen, glaube ich. Aber ich glaube. Die Rolle ist natürlich nicht so ganz easy, immer wieder von der Bank zu kommen und man spielt dann doch auch gern von Anfang an. Ich glaube, Gregor will nicht der Joker sein, oder? Wegen dem, deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass er der Nächste sein soll. Ja. Das kann man ja auf mehrere Schultern verteilen und immer mal wieder abwechseln und dann passt es auch. Okay. A. Stopp, ich weiß aber direkt Stopp. C. C. Der Charmeur der Kabine. C war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Charmeur der Kabine, muss ich absolut... kurz überlegen. Gerne. Ich glaube, ein absoluter Charmeur ist der Egge. Der Egge? Ja, ja. Egge ist ein absoluter, glaube ich, mal ein zukünftiger Schwiegersohn, den ich mir vorstellen könnte. Ja, würdest du den, also wenn jetzt deine Tochter ein bisschen älter wäre, ja, wäre der in Ordnung? Absolut, ja. Der Egge wäre top. Was macht den so charmant? Ja, der kann sich gut ausdrucken. Ist immer sehr, sehr elegant anzogen, muss man sagen. Ja, einfach ein sehr guter Zeitgenosse. Ja, okay. Nochmal. Machen nicht alle. 26 Buchstaben. Kann sein. Oder? Ja, reden wir nicht drüber. Schneiden wir hier wieder raus. Genau. Kann ich nochmal. A. Stopp. E.
ekligster Gegenspieler aus deiner eigenen Mannschaft? Aus meiner eigenen Mannschaft? Ich würde fast sagen, da gibt es auch zwei. Einer ist der Roland, weil er die ganze Zeit aufzieht. Boah, das nervt brutal. Ja. Echt schlimm gegen den zu spielen. Und einer, bei dem es einfach immer weh tut, ist der Kilian. Echt? Boah, wow. Ja. Boah, okay. Da tut es echt immer weh. Also da tendenziell ziehe ich lieber zurück, weil sonst kracht es richtig. Willst du noch einmal? Können wir gern. Das war enthusiastisch, oder? Ja, absolut. Die Fahrt wird dadurch auf jeden Fall kürzer. A. Stopp. Aber ganz schnell. B. B. Bestes Busspiel, das ihr im Bus spielt? Ich muss sagen, die Jungs, ich bin da meistens ein bisschen raus, weil ich gerne auch mal ein bisschen entspannen während der Fahrt. Wenn man Kinder daheim hat und so, dann schaue ich da gerne mal ein bisschen Serie. Läuft oder gut hier, ne? Aber was ich gerade viel zocke, ist Wizard. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, aber Pokerrunde sind jetzt schon länger nicht mehr gewesen bei uns eigentlich. Klar, ein paar Jungs haben ihre PlayStation-Koffer dabei. Die zocke da, aber das ist auch gar nicht meins. Also, da haben wir doch einiges gelernt. Aber von dem ganzen Spaß mal abgesehen, es war eine brutal harte Saison für ihn. Natürlich wegen der Verletzung, wissen wir alle. Und genau darüber haben wir auch noch gequatscht. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die Schiene ist einfach noch zum Schutz. Ich glaube, ich brauche es auch noch ein bisschen für den Kopf. Letztendlich ist es einfach sicherer und gibt mir, glaube ich, Stand jetzt einfach auch noch ein gutes Gefühl. Die Zeit, als du quasi nicht spielen konntest, hattest du da irgendwie mentale Unterstützung in irgendeiner Form? Hatte ich tatsächlich. Es schadet nie, sich mit jemandem auch mal auszutauschen. Und klar, auch in der Zeit habe ich das in Anspruch genommen, weil es mir dann einfach auch gut getan hat. Es war natürlich eine Phase, wo, ja, wie gesagt, es war nicht schön. Es war zwischendurch so, dass man sich wirklich auch in andere Richtungen Gedanken machen musste. Inwiefern andere Richtungen? Ja, weil man nicht genau wusste, wie es mit dem Arm auch weitergeht. Also zwischenzeitlich, ob es, nimmt der Körper den eingesetzten Knochen an. Das war davor, musste man mir einen großen Teil vom Knochen entfernen, weil der einfach durch diese Keime wie abgestorben war. Mhm. Und als dann von OP zu OP man mehr entfernen musste, da wird es einmal anders. Und da, wie gesagt, macht man sich dann notgedrungen auch mal andere Gedanken. Hast du da mal kurz ans Aufhören gedacht oder war da immer klar, ich komme zurück? Nein, ans Aufhören nicht. Es war eher so, dass man nicht weiß, wie gesagt, wie wird es mit dem Arm, ob ich überhaupt sozusagen, ob das wieder wird. Also es war schon so ein paar Fragezeichen zwischendurch. Ich würde mal sagen, so eine Woche war schon so, wo man echt da saß und so nicht so genau wusste, wo die Reise hingeht. Die Ärzte haben auch gesagt, 100% Sicherheit können sie einem nicht geben. Deswegen waren da immer mal wieder so ein paar Fragezeichen drin. Warst du trotzdem nah an der Mannschaft dran oder waren die nah an dir dran? Ich weiß nicht. Ich war, also zeitweise ja. Und so in dieser Phase, wo ich viele Operationen hatte, war ich viel in der Klinik, viel zu Hause. Ich hatte öfters am Tag Antibiotika-Infusionen, wo ich dann eben leider nicht bei der Mannschaft sein konnte. Aber die Jungs waren für mich da. Ja. Also, die haben mich in der Klinik besucht, waren einfach für mich da, haben mich immer wieder angerufen. Wie gesagt, auch der Trainer, der mich in der Klinik immer wieder besucht hat, Jochen Seier. Also da war wirklich der komplette Verein, stand da hinter mir. Ja, einfach eine krasse Story und mega, wie er jetzt daraus hervorgegangen ist. Geil, dass er wieder auf dem Platz steht. Und wer jetzt noch mehr über den Typen Christian Günther wissen will und wie der eigentlich zum SC kam, der bleibt bitte dran. Man sprung ganz zurück nach Tennebronn. Tennebronn. Ja, wir sagen Tennebronn. Tennebronn. Ja. Da hat alles angefangen, ne? Da hat alles angefangen. Ist es ganz klar, dass wenn man dort aufwächst, als Junge damals, dass man dann Fußball spielt? Es gab eigentlich so gefühlt zwei Richtungen, entweder Fußball oder Ringen. Ringen? Ja, ah, okay. Ringen ist bei uns relativ groß. Hast du dich probiert als Ringer? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Für mich war dann doch direkt klar, dass ich Fußballer werde. Mein Vater hat mich auch wahrscheinlich so einen Tick in diese Richtung mit rein. Er selber hat auch Fußball gespielt, ziemlich erfolgreich im Heimatdorf. Und dann hast du da quasi angefangen und dann bist du irgendwann zur Jugend zum SC. Wurde man da gescoutet oder wie ist das? Ich war bis zur C-Jugend, also erstes Jahr C-Jugend war ich in meinem Heimatverein. Mhm. Klar, dann ein bisschen eine Schwarzwaldauswahl, dann wurde ich für die südbadische Auswahl gesichtet, immer bei diesen Sichtungsturniere. Dann war ich da immer wieder bei Lehrgängen dabei, wo da waren halt von 16 Spieler waren 14 vom SC
und zwei oder drei andere und einer davon war ich halt meistens. Und ja, dann kam irgendwann der Clemens Harterbach, der war damals C-Jugendtrainer, auf meinen Vater und auf mich zu und hat mal gefragt, ob ich zu einem Probetraining kommen möchte, beziehungsweise zu drei Probetrainings. Und dann war ich dort und sie haben gesagt, dass sie in mir auf jeden Fall was sehen und dass ich gern kommen kann. Und dann lag es natürlich so eine Familienentscheidung, auch, ob man den Schritt dann macht oder nicht. Und, ist das schon eine Entfernung? Also ja klar, war immer wieder eine Stunde Fahrt. Mit dem Auto oder bist du dann? Mit dem Auto. Also am Anfang konnte ich ab und zu noch mit dem Zug fahren. Da bin ich mit dem Zug, es war mit dem Zug eine halbe Stunde von Homberg nach Offenburg gefahren. Dort in den SC-Bus eingestiegen und dann so eine Stunde nach Freiburg und halt abends wieder zurück. War dann immer, ich vergiss die Fahrt nie, weil es immer eng war, dass ich meinen Zug noch bekomme, sonst musste ich eine Stunde am Bahnhof warten, weil dann der nächste erst gefahren ist. Und dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung angefangen und dann mussten mich meine Eltern fahren eigentlich komplett, weil es mit dem Zug nicht mehr gereicht hat. Und sind geblieben, also hingefahren, gewartet? Gewartet und haben wieder mich mitgenommen. Wie gesagt, das ist eine absolute Familienentscheidung gewesen und im Nachhinein natürlich bin ich sehr, sehr dankbar für das, dass sie das immer wieder auf sich genommen haben. Mein Opa, meine Mutter, mein Vater, wo sich abwechselt haben. Ich bin ein totaler Familienmensch und ich glaube, ich hätte damals auch in eine Gastfamilie können, gerade auch in der C-Jugend schon. In der Naht, für das habe ich zu nah dran gewohnt. Aber das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn meine Eltern gesagt haben, sie können es nicht machen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Okay. Weil ich das in der Gastfamilie, für das war mir meine Familie zu wichtig. Und ich glaube, im Nachhinein haben wir da alles richtig gemacht, weil ich eben das Zuhause noch hatte, diese Heimat so. Und dann trotzdem in Freiburg, was es Sportliche anging, Gas geben konnte. Hat man irgendwie Druck, wenn man denkt, boah, die Eltern haben alles gemacht, jetzt muss ich auch das was liefern? Eigentlich müsste man ja denken, ja, aber mein Vater hat mir immer gesagt, wenn ich keine Lust mehr habe, dann hör sofort auf. Es ist völlig egal, was wir da investiert haben. Es ging darum, dass du Spaß dran hast und dass wir dich da bei allem unterstützen. Und er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich könnte von heute auf morgen aufhören, wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Da hat mir mein Vater wirklich immer wieder gesagt, wenn es nicht mehr aushältst, dann hör auf, geh wieder heim, in die Heimat, gar kein Problem. Und das gab mir immer ein gutes Gefühl. Aber du bist ja auch jetzt nie weggegangen, auch als Erwachsener, ne? Würdest du auch nie machen, nee, auch weil die Heimat da ist. Also ist natürlich auch ein Grund. Freiburg ist mittlerweile auch meine Heimat. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Von klein auf war ich SC-Fan, also der Verein bedeutet mir sehr viel. Und es war nie so, dass ich gesagt habe, ein Angebot kam rein und ich sag, wow, okay, das will ich jetzt versuchen, sondern in diesem Pro und Contra ein Stück weit bin ich eigentlich immer wieder zum SC gekommen, weil ich mich aber auch sportlich total weiterentwickeln konnte, Jahr für Jahr mich steigern. So ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut!